Hallo und willkommen zurück zur vierten Folge von Unwell from Hell. Nein, Moment, Titel ist schon wieder falsch. In der letzten Folge haben wir das Meer abgeschlossen und sind in dieser Folge auf Pandora gelandet. Ah! Nein! Das war hinterhältig. Das ist eine Brücke, deswegen ist es dunkel. Ich habe die letzte Folge noch davon geschwärmt, dass es bald Nacht wird und alles. Ah! Halt, Moment. Eigentlich saublöd, was ich gerade gemacht habe. Okay, die Szene machen wir nochmal. Ich habe zu viel Wolle. Nein! Moment mal. Ich lauf mal ab, ich hab da irgendwas versaut. Irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Und wieder auf Pandora. Nein! Schwimmen! Ah! Scheiß Stock da! Hm. Viele Wolle haben wir scheinbar ja nicht mehr. Wir das da oben festmachen.
bin jetzt nicht ganz sicher, ob das, was ich vorhabe, klappt. Naja. Da mal festmachen. Nein! Du sollst da oben festgemacht werden. Kann doch nicht so schwer sein. Nein! Mal dran ziehen. War, glaube ich, blöd, dass ich da festgemacht habe. Komm, hoch mit dir. Nein! Und wieder auf Pandora. Ich weiß, warum ich solche Spiele normalerweise nicht spiele. Nein! So, erstmal nochmal. Machen wir nochmal alles ab. Machen wir nochmal alles ab. Partner hat man es schon schwierig. Ich bin doch so ein Depp, das ist doch eigentlich total leicht, das Rätsel. Ich bin doch so ein Depp, ich muss doch eigentlich nur den Hebel da festbinden. Ich bin immer noch ein Depp, aber ich weiß jetzt, wie ich das Rätsel löse.
Okay. Ich muss mal anders versuchen. Ah, das ist ja wirklich, das Rätsel ist eigentlich total leicht. Nein! Ah, da macht man einen Fehler. Nein! Nein! Verdammt. Das Level geht genauso los wie das Meer. Nein, das ist ein Fehler, was ich hier mache. Ja, geschafft! Haha! So löst ein Wolfharten ein Problem. Wie ein Mann. Ernsthaft? Hä? Nein, sag das nicht, ich brauche das Holz. Land mit dir, wie die Wikinger. Nein! Wie ein Wikinger. Ups. Nein! Steinschlag! War das gerade eine Spinne? Okay. Mein Fehler. Oh Gott, wie brutal! Indiana Jones ist nichts dagegen. Oh mein Gott, das hat einen Schädel eingeschlagen. Mann. Ey, wie fies. Oh Gott. Leute, eine Frage an euch. Bin ich bis jetzt in irgendeinem Let's Play in einer Folge so oft gestorben wie hier? Ich glaube nicht. Nicht mal bei Ark. So macht ein Wolfharten das. Oh Gott!
Wollt ihr mich verarschen? Upsa. Hui, Geheimnis. Ja. Runter mit dir. Ah, Mücken! Hilfe! Mücken! Die Mücken haben mich in den Tod getrieben. Schon eine Seefahrt, die ist lustig. Geht weg! Ihr Abschaum! Yay! Nein, nicht schon wieder! Ah, Moos. Moos und Mücken. Glaubst du, nenne ich meine Autobiografie Moos und Mücken? Ja, Mann, ich weiß schon, warum euch keiner mag. Ja, da komme ich nicht einfach so rein. Nein! Oh Gott. Das ist schon sehr brutal. Nein! Jetzt darfst du weg. Ah nein, ist er ja. Ha! Gewusst wie. Na, hoffentlich kommt eine fette Kröte und tötet euch alle. Ich habe mal vor einiger Zeit eine lustige Studie gelesen. Ja. Die irgend so ein Depp bezahlt hast, weil anders als Depp kann ich das nicht sagen. Dass wir alle kniehoch. Ah nein, dass wir alle so 5 Metern in Insekten stehen würden. Wenn Fruchtfliegen seit dem. Nein! Was wollte ich sagen? Wenn Fruchtfliegen nicht gestorben wären seit dem. Seit der Zeit der Dinosaurier würden wir jetzt weltweit 5 Meter in Fruchtmücken stehen. Das ist eine gute Info und ich bin auch froh, dass dafür das Geld von Steuerzahlern Wasser benutzt wurde. Ja, Gamer, ich hasse Wasser. Sumpf geht in Ordnung. Ah! Haut ab! Nein! Ja. Das ist doch jetzt langsam, das ist doch nicht mehr witzig. Nein! Kann es irgendwie sein, dass ich durch das Wasser schwerer werde? Ich habe gerade gemeint, ich würde stinken. Also nicht ich, das... Ach, ihr könnt mich mal alle. So, wie komme ich da oben dran? Da muss ich da noch gar nicht lang und komme da erst hin. Nein, ich muss da lang. Ich bin gut. Ihr dürft mich auch Gott nennen. Ist das ein Beil? Was ist ein Beil?
Haha! Yes, ich bin gut. Oh fuck. Geht weg. Huh. Kann die Lösung so einfach sein? Ja, sie ist so einfach. Nein! So viel zu einfach. Nein, keine Ahnung. Muss doch irgendwas bringen, dass ich da rein kann. Ich bin verwirrt. Immer noch. Aha! Saftsack. Das war hinterfotzig, ey. Aber richtig. Nein, also das kann nicht die Lösung sein. Ah, geil, doch. Hui! Tatsan! Fail! Oh, wir sind schon bei den Knoten angelangt. Ah! Puh. Oh nein, Mücken! Ja, geht weg hier! Ja. Ah. Nein, nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ah!
Nein, ich sauf ab. Irgendwas. Oh Gott. Oh. Oh Gott, was war das? Das war Wasser. War nur Wasserflur. Oh Gott. Nein! Mit dir. Ich habe wieder irgendeinen Fehler gemacht. Geh mit! Geh weg! Ich müsste am besten wirklich den Stein irgendwie rüber bekommen. Wie macht man das am besten? Oh, ich mache einen Cut an dieser Stelle von, ja. Müsste hier runter irgendwas bekommen. Wie bekommt... Ich muss das Gewicht hier drauf bekommen. Wie macht man das? Okay, oh Gott, er hat sich verfangen. Er hat sich verfangen. Ja, komm. Auch mit dir. Ja. Oh nein. Yeah.
Nein, ich häng fest. So. Ja, ich hab's geschafft. Oh nein. Puh. So, vergesst den, was ich gesagt habe mit dem Schnitt. Ich versuche das Level jetzt noch zu beenden. Raus mit dir. Ah, Traktor, dann hätte ich jetzt lange gezogen. Blöden Mücken. Nein! Nein! Verdammt! Upsa, so. Machen wir es halt jetzt anders. Nein, ich muss da runter. Ich glaube, das klappt nicht. Nein, es klappt nicht. Aha! Ja, ihr Mücken. Ja, kommt her. Ich mache euch fertig. Ja. Ja. Oh, wie geil. Nein, geh weg. Wie geil. Wer ist jetzt das Genie? Ah! Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt geplant war. Sag mal hier.
Okay. Dann muss es eine andere Lösung geben. Nur was für eine? So, komm schon. Bin mir schon ziemlich sicher, dass wir so schwingen müssen, um darüber zu kommen. Au. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Elchen nicht mehr. Komm schon, nein! Nein! So nah und doch so fern! Ich war. Irgendwo habe ich ihn völlig unnütz festgemacht. Nein, eigentlich müsste er reichen. Verdammt, wieso reicht nicht? Ist wieder so eine richtig lange Folge heute. Das bringt mir aber nichts, so wie der Faden vorher war. Nein! Kann doch nicht wahr sein! Nein! Ja, komm her! Verdammter Shit! Halt, Moment, da oben.
schon. Wir sind gut. Mann, das ist diesmal wirklich eine extra lange Folge. So, mal sehen, was wir hier als Abschluss finden. Bestimmt eine Mücke. Ah, guck mal, da oben hängt... Nein, nein, das ist ein Faden. Ah! Oh Gott. Ah, wir reißen den ganzen Wald ab. Das war vorher schon. Und da haben wir ihn. Unseren Schatz der Erinnerung. Endlich gefunden, oh ja. So Leute, ich verabschiede mich dann an dieser Stelle von euch. Ich werde versuchen, ein Level in einer Folge zu kriegen, weil die muss man wirklich an einem Stück genießen. Aber ihr habt es ja selbst gemerkt, ich bin nicht unbedingt der Rätselexperte. Das habt ihr, glaube ich, bei Limbo schon gemerkt. Deswegen, ja gut, trotzdem hoffe ich, dass ich euch in der nächsten Folge auch wieder dabei habe. Ach kommt, wir schauen jetzt noch rein. Wir sind eh fast die doppelte Länge drüber. Was soll's? Bärenmoor. Kann man wirklich wertschätzen, wie besonders oder schön etwas ist, wenn man nicht weiß, was es gekostet hat, es zu bekommen, wenn man nie dafür arbeiten musste? Das erinnert mich an die Fotografien einer Freundin von mir. Die macht auch sehr gute Fotos. Auch mit solchen Motiven. Letterface? Das hat was Geisterhaftes. Wer war wohl die Person, die die Fotos dazu gemacht hat? Wir werden in der nächsten Folge weiter forschen, mal sehen, was es dann für uns gibt. Also, danke fürs Zuschauen, Freunde, und wir sehen uns in Unravel Folge 5.